So, in diesem Video soll es um den Zwischenwertsatz gehen, der eine sehr wichtige Rolle in der Analysis spielt. Ja, wenn man sich den Zwischenwertsatz anguckt in seiner Bedeutung, ist der eigentlich relativ klar oder man fühlt das eigentlich so, dass es so sein muss. Aber wenn man das erstmal aufschreibt, versteht man vielleicht erstmal gar nicht so, was genau zu tun ist oder was genau dieser Satz aussagt. Also der Zwischenwertsatz, so wie ich ihn hier in diesem Video vorstellen möchte, besteht aus drei Teilen. Also fangen wir an mit dem ersten Teil. Der erste Teil sagt aus, sei f eine Funktion von a nach r, also von einer Menge, a ist eine Teilmenge von r und f sei stetig. Ja, also wir haben eine stetige Funktion. So, auf dem Intervall AB. Ja, das Teilmenge von dieser Menge A ist. Das heißt, uns eigentlich interessiert uns nur dieses abgeschlossene Intervall von klein a bis klein b. Und es sei f von a sei kleiner 0 und f von b sei größer 0. Ja, also das sei gegeben. Also von, a startet unter 0, unterhalb von 0 und b, da startet, da ist die Funktion oberhalb von 0. So. Jetzt kommt die Folgerung, dann existiert ein x0 aus dem offenen Intervall von a bis b mit f von x0 gleich 0. So, wie soll man sich das vorstellen? Also was ist da nicht los? Ja, wenn ich jetzt mir also mal so eine Funktion dahernehme und die mal versuche zu zeichnen. Was sagt dann dieser Satz? Also das ist dann ungefähr dieses Bild. Wir haben also eine Funktion und die sei mal auf dem Intervall von a bis b, da ist also klein a, da ist klein b, da sei die Funktion mal stetig. Ja? Und zwar ist es so, dass sie unterhalb von 0 anfängt, also die Funktion selber, die mache ich mal blau, die beginnt hier, ist stetig und endet hier zum Beispiel. Ja? So, wenn ich sowas habe, dann ist das hier an der Stelle, das ist f von b und das ist dieser Wert hier, das ist f von a. So, jetzt sind die Voraussetzungen des Satzes erfüllt. Ja, nämlich, dass wir eine Funktion haben, die stetig ist. Ja, sieht jedenfalls so aus. Und wir haben also zwei Werte a und b. Und f von a ist echt kleiner 0 und f von b ist echt größer 0. So, und die Voraussetzung oder die Konsequenz des Satzes ist, es gibt ein x0 aus dem offenen Intervall a bis b, sodass f von x0 genau 0 ist. So, dies ist in diesem Falle ziemlich offensichtlich. Ja, nämlich, das ist offensichtlich diese Stelle hier. Das ist wohl das x0 und diese Existenz dieses x0 von x0 wird hier gefordert. Ja, wichtig ist bei diesem Teil des Satzes ist, dass auch tatsächlich nur gefordert wird, dass diese Funktion eine Nullstelle hat. Ja, der Satz kann natürlich, es ist natürlich auch möglich, dass die Funktion so aussieht, ja, also ganz viele Nullstellen hat. So, ja. Und der Satz, die einzige Forderung oder die Konsequenz des Satzes ist, es muss mindestens eine Nullstelle geben. Aber das ist ja auch irgendwie klar, ja. Wenn ich das also wieder rückgängig mache, was ich hier gerade gemalt habe, ja, wir machen ja eine Funktion, wir starten ja als Funktion hier unterhalb der x-Achse und enden als stetige Funktion oberhalb der x-Achse. Stetigkeit bedeutet ja im Wesentlichen, dass wir den Stift nicht absetzen müssen, wenn wir diesen Funktionsgraphen malen. Und wenn das so ist, ja, dann muss die Funktion ja irgendwann mal auch die x-Achse passieren. Und zwar eben halt so, ne, mit an einer bestimmten Stelle, mindestens einmal. Und dieses mindestens einmal passieren, das ist eben halt die Stelle x0, die dieser Satz fordert. Ja, also das ist der Zwischenwertsatz, die erste Variante davon. Es gibt noch eine zweite Variante. Ja, die gucken wir uns mal jetzt an. Was ist die zweite Variante des Satzes B? Die sagt aus, sei f wieder eine Funktion von a bis nach von a nach r und f ist stetig
auf einem Intervall A bis B, also so wie eben auch, Teilmenge von A, mit f von a ist ungleich f von b. Jetzt sind die einfach nur noch verschieden. Mehr muss man nicht fordern. Ja, dann existiert für alle y aus r zwischen f von a und f von b ein x0 aus dem Intervall von a bis b mit f von x0 ist genau y0. So, diese Variante des Satzes ist eine kleine Verallgemeinerung, weil für den ersten Teil des Satzes haben wir uns ja auf diese Nullstelle sozusagen bezogen und haben gesagt, ja, wir suchen eine Nullstelle dieser Funktion. Ja, und haben dann einfach gefordert, dass f von a kleiner ist als f von b. Ja, und f von a kleiner ist als 0 und f von b ist größer als 0. So, jetzt schmeißen wir so ein paar Voraussetzungen über Bord und sagen, pass mal auf, das Einzige, was wir hier fordern, ist, dass diese Funktionswerte f von a und f von b verschieden sind. Ja, und dann darf man sich ein y aussuchen. Das y muss zwischen diesen beiden Werten f von a und f von b liegen. Ich habe jetzt nicht das Intervall hingeschrieben, weil ich gar nicht genau weiß, wer von den beiden der kleinere ist. Ja, und für jeden Wert y, ja, da habe ich mal y0 jetzt hier geschrieben. Für jeden Wert y0, der zwischen f von a und f von b liegt, darf ich mir jetzt kann ich da jetzt also fordern oder folgern, dass es ein x0 aus dem Intervall gibt, sodass f von x0 genau dieses y0 ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal wieder das Bild hier hinmalen und versuchen, das mal so zu malen. So. Das ist jetzt hier verrutscht. Mal sehen, ob ich das hier so elegant wegkriege. So, ich kann es auch ein bisschen mal kleiner machen. Ja, wenn ich mir das jetzt hier so versuche darzustellen, okay, dann habe ich hier natürlich erstmal wieder mein a und mein b irgendwo auf der x-Achse, a und b, so ein schickes Intervall. Und ich habe jetzt eine Funktion, die ist stetig. Ja, und die sieht einfach mal so aus. So. Ja, dann habe ich hier, an dieser Stelle habe ich natürlich dann f von a. Und an dieser Stelle ungefähr habe ich f von b. So, und wenn ich jetzt mir also irgendeinen Wert y wünsche, der hier liegt, zwischen f von a und f von b, dann sagt der Satz, das ist schick. Ja, dann kann man einfach eine horizontale Linie ziehen, hier so. Und der Satz sagt, diese Variante des Satzes sagt dann einfach, okay, es gibt ein x0 an dieser Stelle, So, das ist auch nicht so schön jetzt hier noch rumzumalen, das möchte ich nicht. So viel Zeit muss sein. So, dann habe ich hier mal x0. So, dann habe ich es auch ausgestellt. Sodass genau f von x0 genau dieser Wert y0 ist, den ich mir hier gewünscht habe. Ja. So, nur habe ich es. Ja? Also, das heißt, das ist das, was der Satz jetzt sagt. Für alle Werte zwischen f von a und f von b, also alle, die hier liegen, darf ich mir also einen aussuchen und dann sagt der Satz, ja, das ist wunderschön. Du findest mindestens eine Stelle, wo die Funktion genau diesen Wert annimmt. Ja, zu beachten ist an dieser Stelle, dass der Satz nichts aussagt über Werte, die zum Beispiel oberhalb von f von b liegen. Ja? Also hier, darüber sagt der Satz nichts aus, dass die Funktion auch tatsächlich mal diesen Wert annehmen könnte. Ja, es ist also möglich, dass das nicht der Fall ist. Es ist ja klar, diesen Wert zum Beispiel, dieser y-Wert hier wird nie angenommen, oder dieser y-Wert wird auch nie angenommen. Ja, es werden nur Aussagen gemacht über die Werte, die zwischen f von a und f von b liegen. Ja, dass die eventuell je nach Funktion dann doch angenommen werden, ist ja ein anderes Thema, aber folgern kann man das aus den Voraussetzungen des Satzes eben nicht. Nur für alle Werte zwischen f von a und f von b. Okay. Und die letzte Variante
Das Satz ist, sagt, also die, das Zwischenwertsatz ist die allgemeinste Form oder diese Variante, die am meisten Aussagen liefert für uns. Also sei f wie gehabt, also eine Funktion von a nach r, und f ist stetig auf einem schicken Intervall von a bis b, was natürlich Teilmenge von der Definitionsmenge von der Funktion f ist. Ja? Und mit f von a ungleich f von b. Ja, also wir wollen nur verschiedene Werte haben. So, dann ist das Bild der Funktion auf diesem Intervall oder ja, auf diesem Intervall selber wieder ein Intervall. Ja, der Form, und jetzt ist es auch wieder interessant, der Form abgeschlossen von C bis D. Ja, wobei also dann logischerweise C das Minimum ist aller Funktionswerte auf dem Intervall von A bis B. Und D ist offensichtlich das Maximum aller Funktionswerte auf dem Intervall von A bis B. So, das ist die stärkste Variante, die also am meisten Informationen quasi liefert. Ja, wenn ich mir also wieder das Bild da spontan gönne, ja, und ich das versuche das mal zu malen, also was ist da los? Also wir haben wieder unser Intervall von a bis b, und wir haben irgendeine schicke Funktion, die sieht mal so aus. So sieht die aus. Das ist toll. Na, vielleicht sollte ich das nicht ganz so malen. Das ist besser so rum. Dann sieht man besser, dass das f von a und f von b verschieden sind. F von a ist so und f von b ist so. In der vorherigen Variante des Satzes haben wir gesagt, okay, alle Werte zwischen f von a und f von b werden angenommen. Ja, dieser Satz sagt jetzt noch mehr. Der sagt jetzt, okay, wenn wir uns jetzt das Bild der Funktion f angucken, ja, die Bildmenge, dann haben wir plötzlich, dann haben wir ganz andere, dann haben wir eine andere Menge, also der Satz sagt, pass auf, das gibt dann hier einen Wert d und es gibt offensichtlich hier einen Wert, das ist c, und das hier ist ein Intervall, logisch, ja, und dieses Intervall enthält alle Funktionswerte, die die Funktion auf diesem Intervall von a bis b annimmt. Ja, das heißt, dass ein abgeschlossenes Intervall eine stetige Funktion bildet ein abgeschlossenes Intervall immer auf ein abgeschlossenes Intervall wieder ab. Ja, das ist also eine wichtige Information. Insbesondere weiß ich dann also, es gibt also hier einen Punkt, ja, das ist also ein xc, sodass xc genau den Wert c annimmt, und es gibt einen Punkt, hier ist ein Intervall, das ist hier an dieser Stelle xd, nenne ich das mal. Da nimmt die Funktion genau das Maximum an. Dass es ein Maximum, Minimum gibt, ist also eine weitere Information. Es hätte ja auch sein können, dass es nur ein Supremum bzw. ein Infimum gibt. Beziehungsweise es hätte auch sein können, dass die Funktion nicht beschränkt ist. Ja? Also hier sind ganz viele Informationen drin. Erstens die Information, die stetige Funktion auf einem abgeschlossenen Intervall, diese Bildmenge ist beschränkt, und sie ist nicht nur beschränkt, sie ist tatsächlich wiederum ein abgeschlossenes Intervall, ja, was insbesondere dann wieder bedeutet, dass die Werte, diese Funktionswerte auch tatsächlich angenommen werden. Ja? Also es ist nicht so, dass das Bildintervall ein offenes Intervall sein könnte. Es gibt also immer einen x-Wert xd und einen x-Wert xd, sodass f von x c genau das Minimum ist und f von xd ist genau das Maximum der Funktionswerte auf diesem Intervall. So, das ist also die Variante des Satzes, des Zwischenwertsatzes, die am meisten Informationen tatsächlich liefert. Ja? Und wir brauchen also tatsächlich nicht viel außer diesen Informationen hier, dass f stetig ist auf einem schicken Intervall und dass die Funktionswerte einfach nicht gleich sind. Ja? Mehr brauchen wir dann nicht. Ja, okay.
das war der Zwischenwertsatz mit so der Erklärung, was der denn so sagt. In anderen Videos werde ich mich jetzt mal darum kümmern, wie man ihn beweist und wie man diesen Zwischenwertsatz ausnutzen kann, wenn man einige Aufgaben hat.